Servus Leute, so, vierter Ansitz 2022, mal schauen, ob es diesmal mit dem Fisch klappt. Heute haben wir uns ein ziemlich flaches Gewässer ausgesucht, in der Hoffnung durch den Temperatursturz. Wir sind ja quasi vom Shortwetter wieder in die Wintersaison abgerutscht. Wir haben aktuell 4 Grad, Wassertemperatur weiß ich jetzt gar nicht, habe ich gar nicht genommen. Mal schauen, ob es diesmal mit dem Fisch klappt. Letztes Mal hat es ja leider nie funktioniert. Ja, wie gesagt, ein schöner See, viele Seerosen, die sind natürlich jetzt noch nie oben. Guter Graserbestand, aber da denke ich mal, wird so momentan noch ein bisschen schwierig sein. Ansonsten, wie gesagt, ein ziemlich flaches Gewässer. Davon gehen wir zumindest den Risiko aus dem Weg, dass wir hier an die Fische vorbei angeln. Dass man weder zu flach oder zu tief fischen, weil im Prinzip, du schmeißt rein und ist schon unten. Ich muss mal mit dem Dieper mal schauen, wie tief sie überhaupt ist. Genau, da haben wir wieder 6 Routen am Start. Justin wieder mit dabei, Leon und ich. Und dann werden wir mal schauen. Bis Sonntag haben wir jetzt Zeit. Mal gucken, ob wir was ans Band bekommen. Wie gesagt, das Wetter ist natürlich richtig Schütte. Ja, letzte Woche konnte ich leider nie bei dem schönen Wetter, aber wenn ich das so gesehen habe, auf dem Weg von der Arbeit nach Hause fahre ich an ein paar Gewässern vorbei, da war richtig Betrieb angesagt, da hat es alle Angler rausgeschickt. Heute bei dem Wetter bist du hier wieder alleine am See. Genau. Ne, wie gesagt, wir werden sehen, wenn sich was tut oder so, melden wir uns natürlich. Ansonsten schauen wir mal, sind wir mal wieder gespannt, ob wir diesmal was erwischen. Also, viel Spaß beim Schauen, wir hören uns.
So Leute, ich melde mich mal wieder von unserer Stelle hier. Ich wollte gerade Front sagen, aber das ist vielleicht in der jetzigen Situation ein bisschen unangebracht. Also vom unseren Ansitz hier. Ja, wie gesagt, also es ist zum Mäusemelken. Also im Prinzip so wie immer. Es geht nichts. Also ja, die Jungs haben heute ein paar kleine Weißfische gestüppt. Die gingen dann schon, aber unsere Ruten auf Karpfen schweigen dann doch. Leon hat gestern Abend mal einen Biss, aber der hang leider nie. Aber das war auch die einzige Aktion, die es bis jetzt gab. Ja, woran es liegt, keine Ahnung. Wie gesagt, der Wetterwechsel ist natürlich wieder extrem von letzter Woche zu deinem Wochenende. Wir sind im Prinzip in der tiefsten Stelle hier, die wir jetzt befischen in den Gewässer. Da zieht sich ein Fluss durch. Da hat man das alte Flussbett. Ausgelotet mit dem Deeper heute alles. So weit wie es hier geht. Und wie gesagt, dann geht es auf 80, 70 Zentimeter hoch. Und das Flussbett, da sind wir so ungefähr bei 1,20. Ja, wie gesagt, wie ich gestern schon gesagt habe, der Teich jetzt generell nie jetzt so tief. Ziemlich flach. Eigentlich gut besetzt, aber wie gesagt, wenn sie nie wollen, kann man nichts machen. Wir werden mal schauen. Uns bleibt ja jetzt nur die Nacht. Morgen dann noch ein paar Stündchen, bis wir dann alles wieder zusammenpacken. Und dann schauen wir mal. Wir würden euch ja gerne Fische präsentieren, so ist es nie. Also ist jetzt nie so, dass man nie nach Fisch riechen wollen. Leon sagt immer, bei mir ist es der Carbsounder-Fluch. Seit ich die Carbsounder habe, plänke ich hier ab bei jedem Ansitz. Naja, aber du fängst ja jetzt auch nicht viel besser mit deinen Fox-Biss-Anzeiger. Er fängt, sagt er, ja, müssen wir mal schauen. Nee, also wie gesagt, seit ich die Carbsounder da habe, langsam glaube ich selber dran, funktioniert es nicht mehr. Aber die guten Fox haben mich ja leider im Stich gelassen. Aber irgendwann müssen wir ja mal den Fluch beenden. Ob es jetzt beim Ansitz wird, werden wir schauen. Mal schauen, was dann passiert. Sagt, wir haben auch alles durch. Der Junior hat die Fiederrute wieder draußen. Da haben wir probiert, nur mal mit Maden. Selbst auf die Maden ist nichts. Mit Mais auch nie. Maismade auch nichts. Ich habe durch von Pellets. Maiskette habe ich jetzt aktuell getroffen. Auf der anderen Route fische ich einen kleinen Poppy. Also im Prinzip, wir decken hier alles ab, aber wie ich schon gesagt habe, wenn sie nie wollen, dann ist es schwierig. Vielleicht fischen wir ja auch vorbei. Keine Ahnung. Was ist, was wird. Wenn sich sollte doch noch was irgendwie fischmäßig tun, dann wie gesagt, dann zeigen wir es natürlich. Ich wollte euch bloß mal ein kurzes Zwischenfazit geben, was hier so passiert oder in dem Falle nie passiert. Mal gucken, vielleicht kommt ja doch noch eine Überraschung. Wir werden sehen. Ansonsten melden wir uns morgen nochmal zum Schlusswort. Dann ist ja das Wochenende schon wieder rum. Also es gibt zumindest hier viel zu filmen an den Gewässern. Das ist schon mal positiv. Mal gucken, ob ich die Biber nochmal erwische, die hier rumziehen. Das wäre nochmal so ein kleines Highlight. Aber ansonsten macht schon wieder Laune. Also, haben wir offen mit dem dummen Rumgequatsche. Wir melden uns, wenn was passiert. Ansonsten dann morgen nochmal zum Abschlusswort. Thank you.
Den Abschlussclip muss ich euch leider schuldig bleiben, da das Wetter umgeschlagen ist und wir uns beeilen mussten, alles einzupacken. Aber leider sollte es wieder so sein, dass wir keinen Fisch auf unserer Habenseite verbuchen konnten.